So Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Hanno Anka, Digga. Ox Must Die 3. It's time. Ox Must Die ist eigentlich eine ziemlich bekannte Reihe. Sollten, glaube ich, die meisten von euch kennen. Falls nicht, herzlich willkommen im Team. Ich habe dieses Spiel, also die Reihe, nie gespielt. Aber ich war immer so kurz davor. Ich dachte mir immer, ey, das sieht so geil aus. Und das sieht witzig aus. Und sieht nach einem nicen Grind aus. Grundlegend ist es, glaube ich, so, und das kann jetzt auch schon falsch sein, aber grob gesagt, man verteidigt eine Position und es kommen Wellen von Orks, Ogern, Goblins, so alles diese Seuche, diese ganze Clique, was man darunter versteht, und die müssen abgehalten werden, die müssen verteidigt werden. Und da gibt es halt verschiedene Klassen, ist, glaube ich, auch ein richtig geiles Koop-Game. Es gibt Fallen, die man platzieren kann, Türme quasi, Truppen. Man kann Magier sein, man kann ein krasser Krieger sein, man kann eher so ein Tricky-Typ sein. Und ja, jetzt kam das Spiel letzte Woche raus und ich wollte mir das jetzt endlich mal angucken. Kostet auch nicht die Welt, also hält sich voll im Rahmen. Ja, ist jetzt nicht so ein 60-Euro-Titel. Ich weiß gar nicht, wie viel. Ich glaube, 24 habe ich gerade bezahlt. Ja, und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit der Kampagne. Man sieht ja auch jetzt schon, es gibt hier dann einen Endlos-Modus, einen Chaos-Modus, wöchentliche Herausforderungen, also sieht cool aus. Ja, ich spiele natürlich Kriegsmagier, ist ja klar. Der Vorgesetzte, ich will aber den. Schließen die Lavagruben ab um den Schwierigkeitsgrad. Risslord. Aha. Okay, und hier unten sieht man schon Freunde einladen, Spiel hosten, Spiel suchen. Wir machen mal Solo. Ja, zack. Und okay. Gut. Maximilian ist fort. Das bin ich. Niemand weiß, wer er ist. Ich bin in Spandau. Er ließ den Orden zurück. Und mich. Ich bin... Mit diesen Kindern. Egen konnte schon sein Leben lang Rissmagie einsetzen. Doch er wusste nicht, wie mächtig er voll ist. Entspannt so. Kelsey war der fleißigste Lehrling des Ordens. Doch ihr fehlte es an... Jo, was war das für eine Batterie am... Kontrolle. Alter. Ich musste ihre Fähigkeiten testen. Alter. Mm. Hallöchen. Ein echter Oger hätte euch verschlungen. Sorry, Zauberin. Ihr werdet um dieses Schicksal flehen. Glaubst du, er kommt wieder? Wow, als wärst du allergisch gegen kluge Sprüche. Kommt, es wird ernst. Okay, also der Chef ist weg, ja. Man spielt die Nahhut. Okay, Kelsey. Hauptwaffe. Max aufgemotzter Blunderbuss. Was soll das sein? Hä, was soll man damit denn anfangen? Sieht aus wie ein Granatenwerfer. Besondere Bewegungsfähigkeit, Schweben. Mhm. Und er hat einen magischen Langbogen. Ja, ist lame. Ich nehme Kelsey. Ja, es kann losgehen. So ist es. Oh, okay. Ziel. Wenn Feinde durch den Riss gelangen, verlierst du Risspunkte. Mhm. Riss. Wenn sie null erreichen, verlierst du. Risiko. Risiko. Ausrüstungsleiste. Wähle unterschiedliche Fallen und Waffen aus. Achso, die hat jeder. Und links unten. Währung. Wird verbraucht, wenn du Fallen platzierst. Bringt Feinde um. Bring Feinde um, um mehr zu erhalten. Aha. Ja, dann packe ich mich am besten nach rechts unten wieder. Ne? Es ist jedes Mal. Wieso kann ich nicht einmal blind ein Spiel starten, wo ich direkt richtig sitze? Ist doch assi, oder? Ist doch asozial. Okay, fortfahren. Brauchst du Hilfe mit den Grundlagen? Nein. So. Okay. Okay, Third das person. Ist definitiv kein Ordensriss. Ja, ich würde dir ja gerne sagen, dass ich das wusste, aber... Du hast recht, Kelsey. Dieser Riss ist anders. Schnell, platziere ein paar Fallen und bleib in Bewegung. Ich werde dir weitere Anweisungen geben, sobald ich kann. Man sieht hier, wie die laufen würden, ja. Obwohl wir sie nicht sehen können. Okay, ups. Telepathie, du Genie. Ich hab gesagt, okay, nein. Lass uns diese Fallen mal in der Praxis testen. Ja, genau. Wir machen hier die Ecke. Richtig auf Eck. So, Pfeilmauer. Erinnert an Fortnite. Achso, kann man ausrüsten. Okay, die Nummer 3.
Ja, hier, oder? Zack. Genau, wo ich sie wollte. Zack. Dann die Nummer 2. Machen wir hier auf Eck. Hier kommen die lang. Ah, das ist ja echt geil. Man sieht wirklich haargenau, wo, wie die... Die laufen aber auch unterschiedlich, guck. Aha. Mal so, mal so. Ja, dann sind ja die hier viel besser. Und auf der Nummer... Okay. Ja, dann kleister ich erstmal die Wände hier zu. Zack. Kann man die auch gegenüber machen? Ja, Ehre in den S. So. Ja, dann Abfahrt. G. Bereit wie immer. Und ich hab... Oh, das Rechtsklick? Was? Hallo? Die Feinde bereiten sich darauf vor, eines unserer Tore aufzubrechen. Lol. Sie haben ein Tor aufgebrochen. Okay, die Orks kommen, Leute. Oh, Leute, erst erstmal in die Lava. Das wird aber... Er ist halt eine Schrot. Okay, Abfahrt. Yo! Ich brauch bald mehr Mana. Ich kann hier komplett... Alter, what the... Hä? Wie heftig? Nächste Welle. Oh, okay. Man muss direkt... Ja, machen wir davon 2. Machen wir hier noch einen. Machen wir so. Das wird klappen. Zack. So. Ey, geil. Ich hab halt, wie hieß das? Dungeon Defender gespielt? Ja, ich glaube. Sie hat halt echt eine Schrot. Aber ich krieg auch schön Währung. Ja, ich muss sie schön nah killen. Damit die auch wirklich down gehen. Greifen die mich an? Die greifen mich ja wirklich an. Alter, Rechtskrieg ist halt insane. Junge, wie die weggemäht werden, ist ja absolute Ehre. Okay. Ja, kann ich irgendwie ein bisschen näher ran an sie? Hm. Okay. Ja, machen wir hier mal richtig dicht jetzt. So. Okay, ich schätze, ja, es sind alles leichte Orks, ja. So wird's gemacht. Unmöglich. So, jetzt wird ein bisschen geknallt hier. Nein, kann ich nicht tun. Oh, der ist gepanzert. Mittlerer Ork. Und Abfahrt. Ah, okay, die brauchen länger zum Nachladen. Aber ist eine geile Waffe an sich. Aber ich komme ja, die One-Shot ich auch. Aber die geben auch dann mehr Gold, ne? Ja, easy. Ey, aber das zu viert oder so, muss ja übel bocken. So mit ein paar Kumpels. Oder Freundin. Ja. Hier richtig reinlatzen, ey. Sehe ich uns. Auch Sülze, oder? Das mit Sülze? So, ein bisschen Pfeilen. Alter, wird der zerhackt. Der komplette Einzelteile. Können wir das wiederholen? Eine Falle verkaufen? Nö. Junge, aber jetzt kann ich ja hier mal... Es gibt keinen Zack. Besseren Platz. Enge Kurve. So, und dann kann ich hier nochmal. Wer weiß, ne? So. Hm, vielleicht... Ja, ist eigentlich echt egal. Aber hier hinten laufen die sehr, sehr selten lang, ne? Eher so die engen Kurven. Ich kann nochmal hier einsetzen. Glaube ich, oder? Ja. Die werden sie nicht kommen sehen. Okay. Ja, achso, ich muss 100% Go machen. Bereit. Ist das wann... Achso, Welle 4 von 4. Da guck mal, rechts oben Feinde. Auch schöne Map und so. Ja, jetzt muss doch hier der Chef kommen, oder? Fetter Oger. Aber ich habe jetzt noch nicht ganz verstanden, was jetzt die Story ist. Also ja, man wird ausgebildet irgendwie. Aber das ist jetzt irgendwie kein Trainingsding. Alter. Das Ding ist, diese Fallen laden halt nach. Braucht ihr mich überhaupt? Ja. Ab und an kommt ihr eh nah durch. Oh ja. Die laden aber lange nach. Dann ist es echt gar nicht so smart, viel auf einem Fleck zu machen. Verstehe. Weil dann rennt da einer durch. Die ballern alles raus. Und das war's. Dafür haben wir zusätzliche Anerkennung verdient.
Junge, hat die gerade alle Fortnite-Dance kombiniert, die es da draußen gibt und am Ende gedappt? Was? Bonusschädel. Perfekter Sieg. Easy. Warte mal. Schwerkraftsäule. Wirft Feinde in die Luft, je nachdem wie schwer sie sind und lässt sie wieder zu Boden fallen. Eine neue Falle. Aber ich kann jetzt hier auch verbessern. Brauchst du Hilfe mit dem Zauberbuch? Nein. Quatsch. So, hier ist der Blunderbuss, Alter. Pfeilmauer, okay. Breitschwert. Bodenbrenner. Ach, die kann ich kaufen für die Schädel. Wie viel habe ich? 13? Tja, was nehmen wir? Elektrobrutzler. Deckenlaser. Alter, das ist wie bei Resident Evil. Fleischwolf? Deckenhammer? Alter, was? Pfeilspucker. Ihr soll in alle Richtungen. Mauerklingen. Alter, what the fuck? Ich hätte gern so ein Ding. Ja, das. Eine Schleuderfalle, da sehe ich mich. Verbessert die Abklingzeiten. Verringert die Kosten. Ah, dann kann man die richtig weiter... Schleudert sehr schwere Feinde weg. Aha. Okay. Was sagt mir denn richtig zu? Schwinger. Junge, der hat einfach richtig viele Knüppel. Schnell feuernde Balliste. Alter, da war eine Kanone. Spaltsäge. Junge, was? Ich kann mir auch irgendwie Waffen... Was gibt's denn hier am Ende so, wenn wir richtig weiter runter... Wächterbogenschütze. Wächterbogenschütze. Hä, hey, zweimal? Aber das sind mehrere, oder wie? Ja, die Schnellfeuerballiste, die würde ich mir mal gönnen. Mich ehrlich? Wo sehe ich meine? Ach, links unten. Acht noch. Ja, dann würde ich die... Was ist denn noch? Ja, der Fleischwolf. Klar. Muss. So. Ja, geil. Fortfahren. Geil. Geiler Tipp, vergiss nicht fallen zu platzieren. Oh Mann, die Zauberin wirft uns hier aber ganz schön ins kalte Wasser. Ja, das ist viel heftiger als die üblichen Trainingseinheiten. Das ist nicht Teil eures Trainings. Irgendetwas an diesen neuen Rissen ist anders. Die Kriegsmagier des Ordens untersuchen sie bereits. Kommen die von zwei Richtungen? Endlich ist es soweit. Jetzt können wir echte Helden wie Maximilian werden. Ich werde mich darum kümmern, dass ihr beiden am Leben bleibt und die Orks vom Riss fernhaltet. Okay, aber die kommen jetzt erstmal nur von da, aber die können auch von da kommen, oder? Oder ist das nur, wenn man Koop spielen will? Wir probieren es aus. Genau, ich muss jetzt erstmal quasi mein Deck anpassen. Also, ich würde gerne den Fleischwolf reinhaben. Vielleicht für die Stacheln? Ist halt teuer. Egal. Ich kann doch den Bogen ausrüsten übrigens. Ah, nee, ist gelockt. Okay. So, das Tretding würde ich gerne mal... Na, warte, wir machen mal... So. Okay. Das Ding ist, keine Falle macht jetzt so richtig Schaden. Okay, also ich kann die Leute komplett wegschleudern. Kann das auch drehen. Guck mal, hier einfach alle ins Wasser. Das ist doch schon mal was, oder? Dann fliegen die ja alle schon mal ins Wasser. Ich glaube, das ist gut. So. Ja, Fleischwolf ist wahrscheinlich etwas... Da muss man sie halt reinschmeißen, oder? Da laufen die ja nicht einfach rein. Hm. Und dieses Deckending? Probieren wir auch mal aus. Keine Ahnung, machen wir mal... Wie viel Gold haben wir? 2200. Machen wir mal so. Jetzt switchen wir das mal. Ich glaube, ich mache doch auf jeden Fall die Pfeilwand. Und dann gucken wir mal. So. Ja, können wir starten. Ja, jetzt ist es soweit. Ich habe die mal so angereiht, weil die haben ja alle Cooldown. Und ich glaube, so sind die am besten auch verteilt. Die Feinde bereiten sich darauf vor, eines unserer Tore aufzubrechen. Das Tor ist zerstört. Jetzt die Frage, sterben die oder sind die... Jo. Da kommen sie. So. Was passiert hier? Da werden die einfach... Da werden die einfach quasi festgehalten. Okay. Ja, da muss ich hier irgendwas hinmachen. Denen haben wir es gezeigt. Ja, die Pfeilwand, oder? So.
Was kann ich hier noch hinmachen? Ich kann jetzt gar nicht mehr das Deck wechseln. Lol, das konnte ich echt nur im... Oh! Oh. Hm. So. Dann fliegen die hier gegen die Säule. Ich glaube, das ist nicht gut. Aber man könnte den hier wieder machen. Ich liebe Fallen. Ist halt nice, wenn man damit ein dickes Ziel erwischt, ne? Oh, jetzt habe ich hier echt nur Waffen. Na gut. Da kommen weitere Feinde. Aber jetzt nur von hier, oder? Die feindliche Armee greift an einer anderen Front an. Ja. Vorsicht! Unsere Verteidigung wurde erneut durchbrochen. Okay, ja, kommen einige. Aber ich habe das im Griff. Oh, da kommen die dicken Männer. Oh, die wurden aber auch schon im Hintergrund rausgefeuert. Oh Mann. Ey, aber später geht das bestimmt so krass ab. Mit richtig vielen fetten Viechern auch. Ja, okay. Ja, wir müssen hier ausbauen. Jetzt kommen die aus beiden Richtungen. Ich glaube, am besten wäre es echt, wenn ich in der Mitte einfach für alle... Aber das Ding ist, die haben halt nicht so viel Range, ne? Oder ballern die hier über den ganzen... Ich kann es gar nicht genau sehen. Ne, nur bis zur Hälfte. Ja, aber machen wir mal. So. Perfekt platziert. Genau, danke. Ach, Leute, hier ist keine Decke. Okay, krass, scheiße. Hätte ich das hier machen sollen. Egal, geht ja noch. So, Abfahrt. Los geht's. Okay, die... Also hier ist da auf jeden Fall schwächer. Weitere Feinde. Die Verteidigung. Okay, ich kann die auch erst damagen. Der ist da rüber geflogen? Der ist echt da rüber Aber die fliegen ins Wasser, sehr gut. Oh, lol. Die Feuerwand räumt da oben auf. Die feuern die echt rüber. Ich kann mir einfach nur eine Lane bauen, quasi. Oh, oh. Los geht's. Ab und zu fliegt einfach im Hintergrund einer runter. Ist ja übel geil. So. Ja, aber der ballert schon komplett durch. Also ich kann ja auch Fallen verkaufen. So. Probieren wir mal. Bin soweit. Sehr gut. Ja, ich glaube, man muss noch ein paar billige spammen. Da kommen weitere Feinde. Alter, dass die halt komplett hochfeuern, das war jetzt nicht so geplant. Und direkt wieder zurück. Die passen einfach hin und her. Ist das dumm. So. Ciao. Ja, hier kommen einige mehr, ne? Alter, die werden hochgesaugt. Und dann zerschrotet. Das ist schon übel. Hä? Bist du Jack? Nicht zum Riss. Glaub's. Geht los hier. Eieiei, die halten aber aus, ey. Ciao, ciao. Kommt von da gar keine mehr? Ciao. Wohin des Weges? Nächste Welle C. Oh, das geht jetzt auf Zeit. Genau wie im Training. So? Das wird sie überraschen. Letzte da Welle. Kommen weitere Feinde. So, es geht hier. Oh. Kam jetzt hier aber früh. Okay. Oh, es sind jetzt aber einige. Schön. Ist das geil. Junge. Ohne Mana keine Zauber. Salz. Ach, ich brauche Mana dafür. Schön. Hier kommt nichts durch. Los.
Ciao. Ein weiterer Sieg, wie jetzt, erwartet. Jetzt steppt sie gleich. Ich darf mich eigentlich nicht beschweren, ne? Verkaufe Verbesserungen im Zauberbuch. Also steht jetzt hier. Wie verkaufe? Ach stimmt, die Balliste, die hatte ich gar nicht ausgerüstet. Ich kann dir einen Rückerstatten für Schädel. Okay, ja, ist eigentlich ganz nice. Aber ich finde es schon cool, die alle zu haben. Verbessern. Ja, die Balliste hatten wir gar nicht gebaut. Waffen? Ich weiß nicht. Brauchen wir eine neue Waffe? Steinstab? Versteinerfähigkeit. Krass. Klingenstab. Mehrere Feinde zurückstößt. Auch geil. Schön AOE. Arkane Projektile in einem Bereich rund um den Spieler herabregnen. Also der Klingenstab. Sehe ich mich eigentlich. Windgürtel. Massenkontrolleffekt, der Feinde wegstößt. Aha. Hey, wie habe ich den in der Hand oder wie? Eine schöne Armbrust. Fallen. Schmuckstücke, oh. Was haben wir denn hier? Leerer Riss, Ring der Stürme. Ja, ich würde erstmal bei den Fallen bleiben. Also, Balliste, die kann man nicht verbessern. Krass. Warum konnte ich die gerade nicht bauen? Also, die Pfeilwand ist schon nice, die könnte man verbessern. Hey, ich habe eine Teerfalle jetzt. Verlangsamt Feinde. Das ist ja auch richtig gut mit der Pfeilwand, oder? Ja, Slowding ist, glaube ich, sehr essentiell. Erhöht Schaden. Komm mal, ein bisschen verbessern. So. Die hier weniger verringert Kosten. Ja, warum nicht? Aber die Abklingzeit, das wäre nice, wenn die mal... Ne? So. Fortfahren. Alter, es macht aber Bock. Nur, ich will jetzt mal ein bisschen mehr Ackermatch. Einfach mehr von allem. Zauberin. Oh. Wenn nur der älteste lebende Kriegsmagier Risse öffnen kann, würde das nicht bedeuten, dass... Maximilian ist back. Ja, Kersi. Der älteste ist Meister Cygnus, sofern er noch am Leben ist. Aber warum sollte Meister Cygnus Risse für Orks aus anderen Welten öffnen? Ich weiß, dass Risse Magie liefern. Wo ist die Balliste? Doch diese Art von Magie ist keine positive Kraft. Haltet die Orks in Schach. Ich muss woanders nach Antworten suchen. Na toll, wir müssen uns um die bösen Jungs kümmern, während sie Urlaub macht. Einfach super. Ich hab mehr Slots. Ja, ihr seid so fresh, ihr seid so jung. Ihr erreicht die Zielgruppe mit eurem scheiß Gelaber, Digga. So. Ja, guck mal, unten Teer, oben Schwerkraftsäule und dann Pfeile. Ich glaube, das ist jetzt die Kombo, die ich mal spiele. So. Okay, also, hier ist eine gute Stelle. Hier. So, hier. So, fertig, Abfahrt. Kommt schon, ich warte. So. Abfahrt, Leute. Oh, da kommt, man sieht ja auf der Minimap auch richtig, wie viel. Die Feinde bereiten sich darauf vor, eines unserer Tore aufzubrechen. Sie haben ein Tor. Aber wo ist denn mein Mana? Ach, da oben links. Ja, gut. Da kommen sie. Okay. So, die baller ich alle mal ab. Das ist halt auch alles... Also man ist auch schon sehr... Die Fallen sind gar nicht so necessary. Also zumindest aktuell, ne? Man kann die schon sehr gut so clearen, alle. So. Okay. Ja, da haben wir den Gang. Dann mache ich hier mal Teer. Es gibt keinen besseren so. Platz. Von oben. Da oh, da ist aber einer richtig Feinde. Schnell. Jo, was ist Mann, mit denen? Diese kleinen Kerle sind so schnell. Das sind Kobolde. Oh, die halten nichts aus. Die lösen unsere Fallen ebenso aus. Alter, Alter. Die sind echt schnell. Ja, aber mit AOE gehen die auch gut weg. Es sind wie kleine Hunde. Ich muss Mana regenerieren. Ah, jetzt sind es doch einige. Aber so soll es ja auch sein. Ja. Ich sollte, glaube ich, vor allem die kleinen Viecher rausfokussen.
Ah, da kommen noch einige. Wobei, ist eigentlich gleich vorbei. Hä, hey, warum hab ich den nicht getroffen? Die labernde Scheiße, Alter. Ihr werdet übel abgemetzelt. Seht mal, wie groß ich bin. Seht her. Oh, das ist auch gut. Guck mal. Dann feuern wir die richtig raus. Machen wir mal. Sind ja jetzt auch billiger. So. Dann machen wir hier nochmal Teer. Genau, wo ich sie wollte. Perfekt, Abfahrt. Oh, warte mal, wir können noch eine... Noch da einen bauen. Kommen weitere Feinde. So. Die feindliche Armee greift an einer anderen Front denn? An. Vorsicht! Kommen die hier lang? Unsere Verteidigung wurde erneut durchbrochen. Hier diese... Oder ist es für die Spieler quasi als Abkürzung? Alter. Das ist eine schöne Ecke. Alter, wie die wegfetzen. Stellt euch mal vor, das Spiel in ultra, ultra brutal und nicht so comic-mäßig. Hoffentlich sind die Felsen weich. Ja. Ey, jetzt müssen wir echt mal hier... Also, ich brauche einen höheren Schwierigkeitsgrad. Was ist das für eine... Ich habe noch nicht ein Leben verloren, quasi, ne? Mir geht das Mana aus. Ist mir scheißegal. Ich habe... Also, wurde schon eine Falle ausgelöst? Ja, jetzt kommt. Ich habe jetzt auch keinen Bock mehr. Macht ihr mal bitte. See ya. Junge, die Fallen, die machen einfach die Leute hier weg. Ist ja unnormal. Die werden sie nicht kommen sehen. Ist ja echt unnormal. So, da kommt noch einer. Hä, ich glaube, den hat's da rüber gefeuert. Ja, krass. Okay, machen wir hiervon noch mehr. Ich brauch mehr Münzen. So, Abfahrt. So, jawohl, beide Linien. Okay, da kann ich jetzt weitere hier Feinde. Und da? Ach, krass. Schön die Kobolde. Ich kann auch nicht nachladen, leider. Ever. Okay, aber hier kommt ja nichts. Den hat zersäbelt. Aber ich kann schon noch mehrere treffen mit der Schrot. Aber, ja, ich würde auch eher eine AOE-Waffe fühlen, als jetzt eine Schrot. Ist für mich jetzt auch nicht das Setup, Setting für... Oh, lol, die damagen mich ja auch richtig. So, tschüss. Alter. Okay, ich lasse ihn mal hier reinkommen, ja? Ich glaube, ich bin langsamer, als ich sein sollte. Du bist zu lang. Ist schon echt gemein, was ich hier aufgebaut habe. Ja, ich glaube, würde ich nicht helfen, würden hier aber ein paar durchkommen. Sia. Junge. Alter. Oh, da ist ein Pott. Ciao. Ist ein Heiltrank gewesen? Okay, ja, machen wir mal weiter. Guck mal, das läuft ja gut. Schön raus mit den Viechers. So, ist das hier fast fertig. Dann kann ich hier überall noch Pfeile machen. Junge, Junge. Ich habe auch schon letzte Welle. Endlos-Modus würde ich feiern, glaube ich. Das muss richtig abgehen. Brutzeln. So, machen wir mal. Schon mal alles rausfeuern an... Junge, Junge, dafür, dass du im Schrot bist. Ich muss hier weg. Also dafür, dass der Zielkreis so groß ist, muss man schon sehr punktuell treffen. Kinderleicht. So, oh, scheiße. Oh, oh. Das ist jetzt, ja, so. Aber ist schon mies, wenn die alle geslaut sind, alles stacken und man dann so eine Explosionskugel... Ciao. Ist einfach geil. Das wird sie überraschen. Du bist. Das erinnert mich an den Boden. Junge, ich feier das Game übel.
Tschüss. Das ist die letzte Welle, ne? Ihr müsst jetzt mal irgendwie mehr... Leute, bitte. Komm, gib mal Gas hier. Komm, ihr schafft es. Ist halt lächerlich. Lächerlich. Ich becher mich weg. Nee, nicht genug, Münzen. Nee. Moin. Ich war noch nie so glücklich. Perfekt. Nur als würde man mit mir hier schmeicheln wollen. Das ist ja übel easy. Verbessern. Ich will jetzt mal die scheiß Balliste bauen. Wann schießt durch den... Die mehrere Feinde treffen, aktiv nutzbar. Nur in Kriegsszenarien. Was sind die Kriegsszenarien? Verbessern. So, die hier feiere ich ja. Ja. Verringert Abklingzeit. Sehr gut. So, Heilungsschmuckstück. Aha. Na gut, Kampagne, was habe ich da jetzt so? Aha. Ach, guck mal. Können wir jetzt richtig... Schade. Oh, es geht aber eine Weile runter, ne? Okay, und jetzt haben wir die Nummer 4. Da ist ein Armbrustschützen dabei. Mhm. Was ist das hier? Achso, da sehe ich die Map. Okay. Oh, das ist mies. Eieiei, okay. Aber, wenn ich jetzt zurückgehe, kann ich zurück... Hier, endlos. Ja! Ja! Geil. Ach, lol, da muss ich auch unterschiedliche Maps freischalten, oder wie? Schließt zum Freischalten auf engen Raum ab. Achso, ich muss Kampagnensachen abschließen. Ja, let's go. Okay, die Map kenne ich. Aber man muss immer kampagnenspezifisch die Maps abschließen. Ich mache meine millionenteure Klimaanlage mal an. Und dann, okay, so wie machen wir das hier? Hier würde ich gern alle erstmal in den Bach feuern. Ist klar, oder? Machen wir mal jeweils genau zwei. Wie im Training. So, dann... mache ich hier wieder Pfeilwände. Und hier in der Mitte slow ich die. Oh, das ist ja teuer, krass. Ja, dann mache ich den auch noch. Perfekt platziert. Und dann nochmal zwei. So, dann. Was sind. Oh lol. Alter. Die, so eine Gegner kommen hier. Holy shit, schwerer Ork. Junge, der hat Bomben hin drauf. Erdling? Okay. Aber die Balliste geht nicht, ja? Ach so, den kann ich ausrüsten, dann wäre ich geheilt, oder was? Ja gut, Heilung brauche ich nicht. Was mache ich noch? Für die Decke noch was? Theoretisch muss jeder Slot ja belegt sein. Wände, Boden, Decke. Für die Decken habe ich noch nichts. Oh, doch hatte ich. Dann... Was können wir da noch hintun? Die Stacheln sind halt schön billo. Ja, gucken wir mal. Abfahrt. So, ja, Leute. Endlos-Modus. Komm erstmal von links. Jetzt bin ich gespannt, ob direkt die krasse Feinde Viecher kommen. Die Feinde bereiten sich darauf vor, eines unserer Tore aufzubrechen. Sie haben ein Tor aufgebrochen. Zack, 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 zack. Ja, das müssen wir mit Sülze spielen, ey. Schwör ich. Mittlerer Ork. Ey, wie ich die hier wegmache, ne? Ist halt nicht schön. Also, so geht wirklich aus. Manchmal durch, glaube ich. So. Ja, dann machen wir hier einmal komplett. So. So, und danach kommt... Hier wird es richtig asozial. Nur Pfeilwände, Teer, die ganze Scheiße. So, Abfahrt. Also gut, legen wir los. Andere Seite jetzt. Da kommen weitere Feinde. Kann ich hier rüberspringen? Easy. Ein weiteres Tor wird angegriffen. Ja, ich sehe es. Sie haben ein weiteres Tor durchbrochen. Und das ohne Rambock, oh, ne? Ich bin wirklich gut darin. Lol, man kann halt echt... Geht schon los.
die komplett wegdübeln, wenn die voreinander stehen. Oh, hast du Glück gehabt, Junge. Ist über dich drüber geprallt. Alter. Richtige Keulen rausgeworden. So. Dafür haben wir zusätzliche Anerkennung verdient. Ich mache direkt zweite. So. Da kommen weitere Feinde. Dann machen wir hier jetzt Teer. Pfeile. So. Jetzt kommen die aus beiden Richtungen. So. Oh. Tschüss. Zurück zu deiner Mutter. Oh, jetzt kill ich die, obwohl die ja gerade drauf gehen, ne? Das ist natürlich auch nicht optimal. So wird's gemacht. Leute, er wurde richtig gegen die Decke gescheppert. So. Ein weiterer Sieg, wie erwartet. Schön. Machen wir so. Ja, wir brauchen mehr Damage, ne? Machen wir so. So. Das wird klappen. So. Die Mitte ballern die halt nicht ab, ne? Na gut. Oh ja, Abfahrt. Ich bin bereit. Er ist leider nicht schön eng, ne? Da kommen weitere Feinde. Oh, lol. Nachlangen kann man halt auch nicht, leider. Oh, lol. Ah, das geht. Okay. Lol, er ist einfach hier wieder aufgekommen und auf dem anderen gelandet. Ich glaube, ich muss auch mal, immer wenn ich Mana habe, die Leute auch weg, also das auch nutzen, weißt du, wie ich meine? So. Was wird das denn? Ciao. Leider nicht möglich. So. Und weg. Schön. Exekutiert. Machen wir noch mehr Schlamm. Wir machen, glaube ich, hier nur Schlamm, oder? Ja, machen wir. Und vielleicht da vorne an den Ecken. Feinde. An den Ecken die Sechser? So. Genau, wo ich sie wollte. Gucken wir mal. Nice. Ist Endlos-Modus. Ist halt auch interessant, wie man mit meinen lächerlichen, aufgewerteten Fallen, wie weit man damit kommt, ne? Oh, Junge. Ja, sind doch einige Fallen jetzt, ne? Aber die laden echt lange nach, muss man auch sagen. Was wird das denn? Okay. Die kam jetzt schon beachtlich nahe. Und ich krieg gar nicht so viel Coins. Vielleicht ist das auch ein bisschen viel slow. I don't know. Hm. Machen wir nochmal. Genau Spieße. Wie im Training. Man kann die auch nicht so upgraden. Das wäre da cool. Könnte man die upgraden. Feinde. Okay. So. Und hier. Junge, was ist das denn? Schwerer Ork? Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Sind ja einige. Oh Gott. Ach du dicke Mutter. Ah! Leider nicht möglich. Oh lol. Sie betreten den Riss. Ja, ich merk's. Nein. Junge, ich krieg übel wenig Punkte. Hm. Ich brauche mehr Damage, glaube ich, oder? Hier hin nochmal so richtig Reste. Die kommen halt low an durch die Pfeile. Und dann brauche ich was zum Finishen. Oder ich mache noch mehr Pfeile. Das geht auch. Dann hier nochmal. Ich glaube, ich muss aber auch sparen. Ich muss nicht immer. Wobei, ist halt mehr Effizienz, aber. Ja, komm. Gehen wir's an! Junge, der Dicke, ey. Holy shit.
Da kommen weitere Feinde. Das wird ja jetzt auch nicht einfacher, wisst ihr, wie ich meine? Okay, auf Distanz mache ich halt gar nichts. Nur drei Schüsse? Scheiße. Alter, die werden aber gut rausgefeuert. Ja, tschüss. LOL, die schießen mich ab. Das sind Ambroschützen. Was? Oh, oh. Hä? Ich wurde gestunt. Ich habe ihn. Und irgendwie habe ich mich geheilt. Ja, easy, habe ich abgewehrt. So. Mehr Teer. Ich brauche echt Damage. Irgendwie. So. Ja. Machen wir so. Okay. Welle 8. Da kommen weitere Feinde. Ja, ich merk's, Digga. Ich höre auch gar nicht, was sie sagen teilweise, die Dicken. So, der sollte... Alter, wie der alle drei Fallen aushält. Krass. Richtige Tanks. Aber die Dicken fliegen auch. Das ist halt übel gut. Oh Gott. Ja. Gut. Ich glaube, ich muss auch Headshots machen. Okay. Okay, ich hätte genug Geld. Ja, ich muss immer ein so ein Teer-Ding, glaube ich, bauen. Das ist schon wichtig. Kann's kaum erwarten. Weil Slow ist ein... Ey, ich kann nur noch eine Falle pro Runde platzieren. Das ist halt echt krass. Die Gegner werden schwerer. Aber sie geben einem jetzt nicht mehr Kohle. Also, ich habe nicht das Gefühl, dass ich mehr Income kriege. Der wird jetzt eh weggefeuert. Ciao. Okay, doch nicht. Oh, der war... Oh Gott. Und nope. Oh Gott. Oh Gott. Mehr Feinde betreten den Ring. Ja! Stillgestanden! Ah, Granata! Ja, Kopf, 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 Kopf. Alter, was die aushalten! Ja, am Ende des Tages ist es halt... Hinter dem Dicken waren einfach noch zwei Jungs. Scheiße in den Arsch. Geh direkt weiter! Der perfekte Platz. Da kommen weitere Feinde. So. Wie aus dem Lehrbuch. Machen wir mal so. Okay. Oh, da kommt direkt ein Oger. Was? Ohne Mana keine Zauber. Ja. Das war's dann auch schon. Herr Geldsack, was? Wir haben die Hälfte unserer Risspunkte verloren. Ja, was soll ich machen? Diese Ogre-Typen, ich glaube, ich muss sie ignorieren. Weil am Ende ziehen die auch nur ein Leben ab. Aber sie puffern halt alle dahinter. Ach, kann ich die wegziehen? Ja, ich kann die tanken. Ja, klar. Ey, Jungs! Schließt sich! Zwei noch. Warte, also was sind das für Drecksfallen? Jetzt bin ich aber langsam sauer. Na gut. Ich glaube, ich will ein guter werden. Was? Und tschüss. Ja, ich brauche mehr von den Schleudersachen. Krass.
Alter. Weil das halt die Dicken rausschleudert. Da kommen weitere Feinde. Ich glaube, mein Problem ist auch einfach, dass... Was ist das denn jetzt schon wieder? Ja, den hatte ich, glaube ich, schon mal. Wohin des Weges, was? Gott, ey. Nein, nein. Okay, ich muss echt auf den Kopf treffen. Scheiße. Nein. Nein! Stopp, stopp! Ein weiterer Sieg, wie erwartet. Hä, hat sie gerade gesagt, ein weiterer Sieg, wie erwartet? Weil es Rekord ist, oder wie? Für mich. Ach, geil, das gibt auch Schädel. Aber deutlich weniger. Ja, krass. Ja, cool. Okay, Leute. Also, hier ist auf jeden Fall ein ordentlicher Grind. Da kann man auf jeden Fall... Ich bin halt gespannt, wohin es führt, ne? Wir haben jetzt... Ja, eine Dreiviertelstunde gespielt. Also, ist ja nichts, ne? Und ich bin sehr gespannt, wie das im Late Game wird. Ne? Drastische Schritte. DLC. Achso, okay. Na gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Tschüssi.